Hallo Freunde des gepflegten Basenbaus und willkommen zu Satisfactory im Early Access Update 5. Und willkommen zurück in der Wüste. So, noch schnell abschütteln. Alles gut. So. Meine Basis. Ihr kennt sie schon. Und es gibt zwei Neuigkeiten zu berichten. Fangen wir mal an. Wir hüpfen in das Auto. Und fahren unter die Basis, ne? Das kennt ihr ja schon. Hier ist es schon ein bisschen staubig. Und es geht in die Kaverne. Kaverne 1. Fertig. Kennt ihr. Kaverne 2. Fertig. Kennt ihr. Kaverne 3. Fertig. Kennt ihr natürlich auch. Und Obacht. Kaverne 4. Fertig. Jawohl. Diese Kaverne ist noch im Bau. Die fünfte. Hier seht ihr noch die nächste Kaverne, auch die ist bereits gefüllt. So, fahren wir mal schön hier rum. Ihr seht hier, die Energiespeicher laden. Hier ist die siebte Kaverne und auch die ist voll. Schaut es euch an. Ihr seht richtig, lauter Energiespeicher, die noch 12 Stunden, 11 Stunden, ungefähr zwischen ja, 10 Stunden, um die 12 Stunden benötigen, um vollständig geladen zu werden auf nahezu 280.000 Megawattstunden. Das ist absoluter Wahnsinn. In diesem Zuge habe ich natürlich die Rückwand meiner Basis begonnen zu verschließen. So, schauen wir mal. Hier. Aber da ist noch fleißig was zu tun. So, ich muss hier noch mal ein bisschen hier auf den Weg achten. Mensch, geht doch mal weg. Der hat sich, da steht er wieder, der hat sich nichts getan. Überhaupt nichts. Aber ihr habt es gesehen. Wahnsinn, was ich jetzt hier an Energiespeichern aufgebaut habe. Und das läuft. Und das funktioniert wirklich richtig gut. Wenn ich dann um die 300.000 Megawattstunden habe, komme ich tatsächlich eine Zeit lang gut damit klar. Daneben habe ich ja auch noch mein provisorisches Atomkraftwerk mit 8. Na, das muss aber erstmal einer hinkriegen, ne? Mit 8 Atomreaktoren.
sodass ich für das Update 6 ausreichend und hinreichend gerüstet bin. Ich muss natürlich meine Energieversorgung absichern durch ein weiteres Kraftwerk, bin aber bis dahin tatsächlich gut gewappnet. Das war der erste Teil. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Während ich so meine Energiespeicher aufgebaut habe, kam ich nicht umhin festzustellen, dass mir die modularen Rahmen, also die leichten modularen Rahmen, abgegangen sind. Und zwar, wie soll ich sagen, ja, ich produziere zu wenig von denen, also habe ich eine zweite Produktionslinie für diese modularen Rahmen aufgebaut. Und zwar mit allem, was dazugehört. Hier seht ihr eine Eisenförderung, da also die Bänder seht ihr zumindest. Eine zweite Eisenförderung und eine dritte Eisenförderung. Und jeder Miner stellt Ressourcen für Schrauben, Eisenbleche und Eisenstangen zur Verfügung. Und da gehen wir jetzt mal hin. Da oben steht ein Auto. Hahaha. beziehungsweise wir gehen jetzt mal hier runter. Yay. Das sieht ein bisschen seltsam aus, was ich hier gebaut habe. Das sind die Zuführungen. Das sind die Eisenerzzuführungen. Die gehen natürlich unter die Basis. Ja, und hier nach oben. Nach oben. So wie hier. Nach oben. Und nach oben. Ihr seht hier übrigens noch eine unreine Eisenerzquelle. Die habe ich noch nicht erschlossen. Aber das kann ja noch kommen. Und ich schau mal, ich weiß gar nicht. Ah, hier ist schon alles zu. Verdammt. Dann gehen wir mal hier rein. Das ist hier meine Katerium-Produktion. So, gehen wir hier rüber. So, jetzt gucken wir erstmal, was hier kommt. Was ist das hier? Ach, das ist noch meine Eisenplattenproduktion. Dann nehme ich mir doch gleich mal lalalala, hier nochmal 40 dazu. So, und hier geht's los. Schmelzer, Eisenerz zu Eisenbarren. Die Eisenbarren werden zu Schrauben verarbeitet. Hier gibt es noch keinen Strom. Aber jetzt, was ich natürlich noch machen muss, ist jeden Schmelzer und jeden Konstruktor in dieser Linie das Rezept zuweisen. In der nächsten Linie habe ich Schmelzer. So. Und, Moment, stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Ich glaube eher, dass hier Eisenstangen produziert werden müssen. Ha, das muss ich natürlich gleich nochmal prüfen. So, jetzt kommt hier natürlich Strom ran. Hui! Und schon lübt das. Also es würde laufen, wenn ich die Rezepte zugewiesen habe und natürlich schon die Ressourcen fließen würden. Hier dasselbe. Eisenbarren. Zu Eisenplatten. Kein Strom, natürlich. Und zack. Yay. So. Jetzt gehen wir eine hoch. Eine Etage hoch. Und da werden diese Grundressourcen weiterverarbeitet. Schauen wir mal rein. Was gibt es denn? Hier werden dann verstärkte Eisenplatten und Eisenstangen zu dem modularen Rahmen verbraucht. Es gibt hier noch keinen Strom.
Hier. Schnips. So, hier werden weitere modulare Rahmen produziert, wenn ich denn hier noch alles anschließen würde. Oh. Das lasse ich auch jetzt mal bleiben. Und hier. Ach, hier komme ich nicht rein. Was ja prinzipiell auch richtig ist, aber Moment. Ich mache das jetzt mal so. Kriege ich jetzt noch hier die Kiste weg? Hoppala. So, und hier, Moment, wo kann ich das zeigen? Natürlich wahrscheinlich wieder am ersten, natürlich nicht. Werde ich hier verschraubte Eisenplatten herstellen. Und zwar, das sind halt die verstärkten Eisenplatten mit einem Alternativrezept. Ne? Und auch hier, klick, klack. Und es gilt in jeder Linie erstmal die Rezepte auszuwählen. Doch als allererstes schalte ich jetzt die Miner an. Und zwar diesen. Und irgendwo da hinten, unter der Basis, ist der dritte. Und das mache ich jetzt. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Wo habe ich jetzt mein Auto? Hey Mann! Habe ich das hier nicht irgendwo hingestellt? Versteckt hinter dem Miner, da ist es. So, ab ins Auto. Alles hier noch recht provisorisch aufgebaut. Das muss natürlich auch noch alles schön verkleidet werden. Hoppala. Und auch hier die Stromverbindung ist jetzt nicht das Schönste, was ich jetzt hier gebaut habe. Aber es funktioniert. Hier unten. Hier ist der andere Miner. Halbwegs verkleidet. Die eine Verkleidung, die passte nicht so ganz rein. Darum überschneidet sich das ein bisschen mit dem Miner-Gehäuse. Oh mein Gott. Das sieht ja bald niemand mehr. So, jetzt hier hoch. Hoppala. Und jetzt heißt es. Ha, das war's. Schnell zurück zu den Minern. Hui, Mann. Die sind natürlich alle übertaktet worden. Der Miner für die Schraubenlinie läuft auf 780 Einheiten pro Minute und die anderen auf jeweils 600 pro Minute. So, schauen wir mal. Guckt, sie laufen. Sie laufen. Es funktioniert. Ich bekomme Eisen. Also Eisenerz. So. Jetzt bin ich ein bisschen zu hoch. Ich muss eine Etage tiefer. Hier seht ihr schon die ersten Barren schon kommen. Das ist ja wunderbar. Das ist die Eisenstangenlinie und das ist die Schraubenlinie. So, und jetzt fange ich hier an, die Rezepte zuzuweisen. Oh, der hat schon. Wunderbar. Moment. Ich gehe mal hier hinter, da sehe ich es besser. Eisenbarren. 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 Eisenbahn und so weiter und so weiter.
Und hier seht ihr schon die Barren, wie sie hier kommen. Ist das nicht wunderschön? Läuft, ne? Jawohl. Es ist hier immer das alternative Schraubenrezept, die Gussschraube. Da kann ich nämlich ohne den Umweg über die Eisenstangen die Schrauben herstellen. Und das ist gut so. Läuft. Und das mache ich natürlich auf der anderen Seite auch. Eine wahnsinnsanstrengende Arbeit und langweilig. Aber es funktioniert und es ist notwendig. Aber ich hoffe mal, dass hier irgendwann ein Quality of Life kommt und das ein bisschen besser macht. Also ganz ehrlich, ob ich jetzt hier Ctrl C und dann Ctrl V mache oder immer diesen, das ist Kopfi gesprungen, ganz ehrlich. Aber ich darf natürlich nicht daneben springen. Läuft, würde ich sagen. Wunderbar. Und dasselbe Spiel, hui, machen wir jetzt bei der nächsten Linie, nämlich in der Linie, wo ich Eisenstangen herstelle. Eisenstangen. So, das ist eine 600er Linie, also ist ein bisschen kürzer. Hier auf alle Fälle wieder die Barren. Da beißt da die Maus keinen Faden ab. Dumm, 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 dumm. So, der letzte ist bereits. Und hier die Eisenstangen. Jawohl. Hier musste ich natürlich ein bisschen Berge bzw. Felsen umbauen. Aber hier gehen dann die Linien weiter. Hoppala und drauf. Ja. Die Felsen ließen sich nicht komplett verkleiden. Da hatte ich zu viel Raum verloren, indem ich hätte produzieren können. So.
Gleich sind wir fertig mit den Eisenstangen. Zwei. Und nur noch einer und fertig. Läuft. Und dasselbe, ja, wie soll es denn auch anders sein, wird jetzt mit der Eisenplattenproduktion gemacht. Also zunächst werden hier die Barren eingestellt bei den Schmelzern. Das sind 20 Schmelzer. Nur die Schraubenproduktion hatte 26 Schmelzer am Start. So, guckt, wie das läuft. Die Barren. So, und jetzt stelle ich hier an diesen Konstruktoren die Platten selbst ein. Ne? Also die da. Da habe ich nur ein Rezept. Aber das ist in Ordnung. Aber das war falsch. Ich hoffe, er hat jetzt keine Eisenstange produziert. Ich glaube nicht. Auch hier seht ihr jetzt hier eine Umbauung eines Felsens. Da guckt ein Stück raus. Und der letzte, das war's. Hui, was für eine Arbeit. Aber die drei Linien laufen jetzt. Jetzt geht es natürlich ein bisschen höher. Ich schau mal, was ist ja schon da. Oh, guck mal hier, die Stangen sind schon da. Alles andere fehlt aber noch. Das heißt alles andere. Also letztendlich die verstärkten Eisenplatten. Da gehen wir jetzt mal hin. Nö. Nö. So, jetzt gucken wir mal. Ha! Irgendwas fehlt hier. Die Schrauben fehlen noch. Da muss ich mal gucken, wo die bleiben. Das geht ja gar nicht. Die hier. Und die da. So. Die Schrauben fehlen. Warum fehlen die Schrauben? Das sind die drei Bänder hier oben, die noch leer sind. Und für das vierte Band habe ich bereits gewisse Vorbereitungen getroffen. Schaut mal, hier sind sie doch schon an. Die liegen doch da. Warum geht das jetzt nicht voran? Ha! Das geht ja nun gar nicht. Moment, warum nicht? Also, an vier Bändern liegt was an. Ha, das stoppt hier. Wieso? Okay, da muss ich das mal hier wegmachen. Oh Gott, ich produziere Kisten. Ich nehme das hier noch weg. Ich will keine Kisten. So, das und das.
Jetzt gehen wir in die Logistik, holen uns die Förderbänder und machen das. Moment. So. Warum nicht? Das sind doch Fusionatoren, oder? Splitter? Fusionator, Fusionator, Fusionator. Warum läuft das nicht? Aber da, ich muss mal hier hin. Also nochmal. Jetzt bin ich. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, warum läuft denn das nicht? So, ich nehme mal den hier weg. Also ein Fusionator, ne? So. Jetzt läuft's. Ich weiß nicht, warum die anderen nicht laufen. Ich weiß es nicht. Das heißt, den immer weg. Den immer weg. Den und den und den. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Ich muss das hier anmachen. Irgendwie so, glaube ich. Auf jeden Fall, das hier drüben läuft erstmal. Wir gehen mal hin. Also jedes Förderband, jedes Schraubenförderband füttert drei von diesen Maschinen. Jawohl. Dann werden sie hier ein bisschen zusammengelegt, um die Reste dann weiter zu nutzen. Und so weiter und so weiter. Das heißt, hier kommen jetzt verstärkte Eisenplatten raus. Und die verstärkten Eisenplatten wiederum benötige ich für das Endprodukt. So, gehen wir mal hin. Nicht hier hin, sondern dahin. Ah, seht ihr, da kommen sie schon. Autosave. La 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 la. Dauert mittlerweile ganz schön lange. Hohohoho. Hui. So, speichern erfolgreich. Jetzt machen wir hier diese. Ne? Wir haben ja hier alles schon anliegen. Also immer, welche waren es dir?
der normale modulare Rahmen. Der hier. Ist es nicht schön? Und der vorerst letzte Chaka. So, hier seht ihr schon die ersten modularen Rahmen, wie sie kommen. Hui, hui. So, die werden dann hier rausgeführt. Ich gehe mal hinter die Wand. Hoppala, hier gehen sie lang. Und da zu dem Speicher, der irgendwo hier hinten schon vorbereitet ist. Genau. So, ich habe immer noch den Eindruck, dass es nicht so ganz läuft hier. Ah, doch. Irgendwie stockt es. Wahrscheinlich am Eisennachschub. Kann das sein? Ich brauche 90 pro Minute. Ich habe 3, 6, 9. Moment. 90 mal 9. Macht 810. Ah, daran liegt es. Ich habe nicht genügend Eisenplatten an Start. Das muss jetzt natürlich alles ein bisschen optimiert werden. Aber warum Eisenplatten? Da müsste ich doch Minimum 600 bekommen. Pro Minute. Läuft da was nicht? Läuft hier bestens. Schaut doch mal. Hopp, was ist denn das hier? Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun, das sind hier 10. Und das sind dann auch 10. Also stimmt das doch.
Oh, hier ist noch einer, der nicht läuft. Oh, hier habe ich aber viele nicht. Hallo. So. Jetzt läuft es hier, ne? Wunderbar, jetzt läuft es. Ja, hier fehlt es mir an diesen verstärkten Eisenplatten. Und für die benötige ich sogar noch mehr Eisenplatten. Ah. Da muss ich noch mal ran. Aber das ist ehrlich gesagt kein großes Problem, denn ich weiß, wo ich das herbekomme. Wir schauen mal hier nebenan. Da habe ich hier die Produktion der Batterien, aber hier unten, hier, Moment, hier produziere ich noch Eisenbarren bzw. Eisenplatten, hier, die nicht abgeführt werden, die ich momentan nicht brauche. Und diese Produktion kann ich tatsächlich noch ja, antriggern, um die obere Produktion, ich mache jetzt einfach mal jetzt hier ein Loch rein. Ja, da komme ich natürlich nicht weiter. Na toll, Meisterleistung. Um diese Produktion hier noch mal einen Schubs zu geben. Also alles läuft hier gut. Bis auf die Eisenplatten hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, und entsprechend wenige von diesen modularen Rahmen kommen jetzt hier natürlich mal an, ne? Das heißt, hier muss auch ein wenig optimiert werden. Aber das kriege ich hin. So. Jetzt gehen wir noch mal dahin, wo sie ankommen, die modularen Rahmen. Und die legen wirklich einen wirklich weiten Weg zurück. Einen wirklich weiten Weg. So. Ah, ich bin auch richtig. So hoch. Ihr seht, ist leer. Das heißt, alles, was hier reinkommt, geht auch wieder raus und wird verbraucht. So, die paar jetzt, die jetzt kommen, die machen den Brei natürlich nicht fett. Ich muss hier deutlich mehr an den Start bringen. Aber der Grundstein ist gelegt und das macht mich glücklich. In der Tat.
Schauen wir mal, wo gehen Sie denn hin? Moment. Das habe ich irgendwie verloren, wo Sie rausgehen. Hier lang gehen Sie. Hier lang. Da habt ihr es gesehen, da kam einer. Hui. So, die gehen hier hoch. Und hier rein. Ah, die schweren modularen Rahmen. Die brauchen die. Schauen wir mal. Die schlucken die halt wie verrückt. Hier seht ihr schon mal, es fängt sie schon an zu stauen. Das ist doch gut. Wahnsinn. Und diese benötige ich ja dann auch. So denn, das heißt, ich werde jetzt die neue Linie der modularen Rahmen noch etwas optimieren müssen, dass da natürlich der Output, hoppala, das ist falsch. Wir gehen mal auf diesen hier, damit der Output auch wirklich so läuft, wie er laufen soll. Ich benötige also mehr Eisenplatten und ich brauche eine kontinuierliche Zuführung von Eisenstangen und Schrauben. Und wenn ich das dann erfüllt habe, ist mein, ja, ich sage jetzt mal, mein Mangel an modularen Rahmen auch erstmal zu Ende. Dann läuft das. So, ich brauche jetzt hier noch hier drauf. Hopp. Ja, ihr seht, das ist noch viel zu wenig. Da kommt mal einer, beziehungsweise vier, fünf. Da müssen mehr kommen. Das muss besser laufen und darum kümmere ich mich im Off. Und jetzt noch etwas im Nachgang. Wir haben jetzt Ende Mai. Der Juni steht vor der Tür, was bedeutet, dass bald das Update 6 kommen wird. Und das wird richtig interessant werden. Da freue ich mich drauf. Und bis dahin optimiere ich hier noch ein bisschen. Schau, dass ich Brennstäbe für mein provisorisches Atomkraftwerk, das ist hier hinten in dieser Ecke, hier, noch produzieren kann. Und natürlich etwas an meinen Energiespeichern optimieren. Also noch weitere bauen. Da, ihr habt gesehen, die fünfte Kaverne möchte noch ausgebaut werden. Und dann bin ich für das Update 5 wirklich gut vorbereitet. Ich hoffe, es hat wenigstens etwas Spaß gemacht. Und wir sehen uns in der kommenden Folge wieder, wenn es denn wieder heißt, willkommen zurück in der Wüste in Satisfactory im Early Access Update 5. Bis dahin, gehabt euch wohl, habt einen fantastischen Tag und Spaß am Basenbau. Ciao!